So, wieder da. Ich brauchte einfach nur mal kurz die Aufnahme beenden. Und ist das Bild wieder da gewesen. Ich hoffe einfach, dass es die ganze Zeit gelaufen ist. Schließlich ist das ja am PC nur die Anzeige. Aber ich sehe halt nicht, ob ein Standbild war. Das sehe ich halt nicht, wenn es schwarzer Bildschirm ist oder ist irgendwie doof. Aber so, da auch noch der ganze Ton da war, gehe ich jetzt einfach davon aus. Ich wollte jetzt nicht nochmal kurz aufstehen. Also ich kann es ja sowieso nicht ändern. Wenn es weg ist, ist es weg. Aber es. Oh, Bandinenlager. Aber Ja, ich dieser hätte Ort es wird echt schwer schon schlimmer bewacht. gefunden. Jetzt mir noch lauter. Vor allem schwer bewacht. Drei Leute oder vier, wenn es hochkommt. Dich zu töten wird meine erste gute Tat heute. Deine Mutter ist deine erste gute Tat. So habe ich den nicht bekommen. Das nächste Gesicht, das du siehst, wird grün. Nicht pink? Das ist ja scheiße. Alter, wie schnell ich der vergesse wechseln nie kann. ein Gesicht. Aber das habe ich vergessen. Du kannst meins auch gar nicht gekannt haben. Aber das checken die irgendwie. Ist der denn schon fast tot? Ist der doof? Oder liegt Blut? Zack! Oh, kurz mal stehen bleiben. Nee, nicht wirklich. Hier oben? Mir fehlt, glaube ich, schon. Mir fehlt da noch ein Schatz, oder? Fehlt mir noch ein Schatz? Oder bin ich schon fertig? Nee, mir fehlt noch ein Schatz. Ja. Ach, danke, dass es mir jetzt anzeigt. Das ist wunderbar. Hey! Wie hey? Hey, everybody! Da, da, da! Wieso kann ich den Scheiß hier nicht mehr? Bist du doof? Komm mal von deinem Pony runter. Ja. Boah, wie viel der aushält. Das kann nervig werden. Bring ich ja dein Fettchen um. So. Mann! Scheiß Pony. Oh. War ich nicht. Das war wer anders. Also, ich war das wirklich nicht. Verstehe ich. Also, oh, scheiße. Ich hab's wirklich umgebracht. Hä? Bin ich doof? Wo ist der Schatz? Ich verstehe nicht, wieso hier unten nicht der Haus dran ist. Oh, der muss ja auch mal in die frische Luft. Ein bisschen rausgelassen werden und so. Versteht sich ja von selbst. So. Dann wäre nur noch ein Fragezeichen. Und dann sind wir schon durch mit der Karte. Ja. Ich sehe jetzt hier zumindest nichts mehr. Ach, ja, guck mal, hier hinten ist ja noch ein Fragezeichen. Können wir da noch hinlaufen? Hier, ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Hier war so ein schöner Steinkreis, den man überhaupt nicht gesehen hat. Und hier war auch noch was und der Rest war leer. Na gut, hier hinten an dem Rand war auch noch was. Aber es war es dann auch schon. Und die hier war... Hatte jetzt... Das... Moment. Nee, ich dachte gerade, dass da eine Quest wäre. So, aber hier... Dieser Bereich komplett leer. Das ist echt schade, dass sie da gar nichts reingemacht haben. Ich kann zwar verstehen, ne, die schwarze Wüste und die weiße Wüste, dass die komplett leer ist, aber man, die haben ja da ganz unten auch was hingeklatscht. Also hätten sie da auch noch irgendwas klatschen können. Und wenn es nur, na gut, einen Aussichtspunkt können sie ja nicht reinstellen. Und wenn es dann nur so ein kleines Tierlager wäre oder ein großes oder überhaupt irgendetwas. Was will mich da jetzt angreifen? Ja, ist. Nee, ganz sicher nicht. Schön, dass er schreit Tod allen Römern, aber
nicht merkt, dass ich gar keiner bin. Tricky. Definitiv tricky. So. Unser letztes Fragezeichen. Auf diesem Kartengebiet und dann geht's auf zum nächsten und zum Kolosseum. Oh, geil. Ein Schätzele? Da gucken wir doch mal gleich. Ein Schätzele ohne Kuhn an. Oh, mit Schlangen. Ich würde sagen, natürlich wieder mit Gegnern. Ich würde eigentlich den hier. Toll. Ja, du mich auch. Du mich auch. Schlitz. Schön in die Büschen versteckt, Feiglinge. So, scheinen alle tot zu sein. Dazu. So, jetzt müssen alle tot sein. Geht in Position. Was will denn hier eigentlich von mir? Wort beendet. So, dann können wir jetzt ganz bequem hier weiterlaufen. Stirb, du Sau! Wollen die mich verarschen? Ja, endlich! Fettchen, bleib doch mal stehen. Hey! Hilfe! So, jetzt bin ich mal dran hier. Ich will doch einfach mal mein eigenes rufen. Ah. Kribbelt in meinem Bauchnabel. Was? Ist jetzt nur noch der hier, oder? Assholes. Ich wollte so bequem dahin laufen und dann kommt ihr und macht da sonst eine Scheiße. Ich meine diese Kackschlange, ey. Ich höre sie zwar noch, aber ich sehe sie nicht. Hä? Ach da. Hä, sogar noch zwei. Allerdings hat es doch gezählt. Merkwürdig. Wir laufen in einer der letzten Karten. Die vorletzte, um genau zu sein. Danke für die Info. Bitte sehr. Danke sehr. So, neues Kirinaika. Ey, das können wir doch irgendwo, ja. Dann geht hier wohl die Geheimmissions-Missions weiter. So, wir gehen erstmal da oben hin. So, was hat das denn hier so Schönes? Da oben ist ein schönes Fragezeichen. Hier gibt es so ein bisschen, da gibt es ein bisschen. Hier ist die tote Hose. Hier ist dann das Kolosseum. Da werden wir sehen, ob dann wirklich der letzte Olifant da drin ist oder nicht. Ja, und das war's. Gut, dass die Karte nicht groß ist, wussten wir von Anfang an. Ja, das wird ja dann relativ schnell gehen. Aber dafür auch vier Quests. Werden hier definitiv zu tun haben. Ich denke, weiter werden wir diese Aufnahmesession auch nicht kommen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Die letzte Karte, die wird wahrscheinlich... Ich vermute, dass sie wieder sehr voll sein wird. Da ja auch die Hauptquest dort ist. Ich hätte aber auch ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn sie dann fast komplett leer wäre. Zur Schau gestellte Pferde. Hey, Ägypter, komm her! Oh nein. Das sind die schlimmsten Meeren, die es gibt.
Hä? Man sagt, Kyrenaische Pferde sind die besten der Welt. Das stimmt. Deshalb hat dieser verfluchte römische Quartiermeister meinen preisgekrönten Hengst Hermes gestohlen. Hermes war nicht nur mein schnellstes Pferd, sondern auch mein bester Zuchthengst. Die Stuten vermissen ihn. Ich vermisse ihn. Ich bezahle dich. Du willst, dass ich ein Pferd rette? Ich liebe ihn wie meinen Bruder. Eigentlich ist mein Bruder ein Eselarsch. Ich liebe ihn mehr als meinen Bruder. Dieser betrunkene, stehlende Quartiermeister. Wahrscheinlich ist er mittlerweile schon in Pandochion in Achille. Das ist auf dem Weg nach Alexandria. Kannst du Hermes finden und ihn mir zurückbringen? Das hat sich so angehört, als wäre das eine sehr weite Quest. 500 Meter. Hat er nicht gesagt, auf dem Weg nach Alexandria? Alexandria. Oh ja. Hier gibt es aber auch nur einen Stall. Das Wash. Der Aussichtspunkt ist erst so hinten wieder. Das heißt, wenn ich... Ja, das ist ja noch nicht mal was zu importen. Wo muss ich... Dann müsste ich hier hin, ne? Ja, das geht ja von der Entfernung. Wir reiten mal schnell hin. Das geht ja noch. Entfernt sich der Punkt? Nein, der bleibt an der gleichen Stelle. Na, ist okay. Dann hoppeln wir mal da kurz hin. Steig mal schnell auf meinem Greif. Bitte was. Wie das Pferd wohl aussieht. Als Belohnung hätte ich gerne das Pferd. Ich brauche es zwar nicht, aber ich hätte es dennoch gerne. Los, Miezekatze. Wieso sind da so viele Gegner? Wow, wow, wow. Danke sehr. Hoppala. Das ist ein Zufluchtsort für Reisende. Ein schöner Platz zum Ausruhen. Ah, okay, mehr wollte er ja nicht sagen. Okay. Junge, ich will doch einfach nur, dass er... Blitz. Blitz. Hauptsache, der eine Typ wacht auf und der andere nicht. Interessant. Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philos. Hör uns hin. Danke, dass du in die Runde gekommen bist. Polydot. Die Suche nach Hermes geht weiter. Drei Bündel. Da ist ja so, der diebische Quartiermeister. Ja, er ist aber tot. Falls dir noch nicht aufgefallen ist. Los, komm. Wir reiten in dem Winde davon. Das sind nur die Dudes, die da diesen einen gelooteten Schatz beschützen, der nicht mehr existiert. Die Missionsziel in der Nähe. Na, nochmal dem Lager. Man merkt schon wieder, wie es sich gelohnt hat, die Karte aufzudecken. Aber wieso geht der denn auch in die falsche Richtung? Er ist total bescheuert. Ja, Hermes. Wow. Erstmal das Superpferd anzünden. Kann aber aufhören, die ganze Zeit mit seinem Schwert da zu schwingen. Das sieht ja total behindert aus. Ich muss aber sagen, das Pferd sieht gar nicht mal so schön aus. Ich finde das so kacke, dass sie einfach nicht schneller sind. Dass es da keine Stufen gibt. Was macht der denn da die ganze Zeit mit seinem behinderten Schwert? Kann er das mal lassen? Ich muss mal zum Schlafen. Hört er jetzt damit auf? Steck es doch bitte einfach weg. Steck es bitte weg. Junge! Alter! Ja gut, solange mir da so ein behinderter Typ hinterher rennt, wird das, glaube ich, nichts.
Ja, Hermes. Du bist ein braver Junge. Oh, wow. Was ist so besonders an dir, Hermes? So wie dein Herr über dich sprach, hätte ich fast erwartet, dass du fliegen kannst. Ah, klasse, Junge. Du fühlst dich tatsächlich gewaltiger an als alle anderen Pferde. Stark und geschmeidig. Wow. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Wow. Obwohl, vielleicht kann er ja in der Stadt auch so schnell sein. Du hast ihn wirklich gefunden. Ich habe eine Frage, ob das jetzt Stadt sieht. Zurück bei deinem Herrn. Hermes, du wirst heute das beste Heu und meine beste Stute bekommen, alter Freund. Der Quartiermeister gab ihn dem Centurio von der östlichen Festung. Er wird nicht nach ihm suchen. Diese Festungen, die stehlen uns einfach alles. Ach, was soll's. Wir werden eine Vielzahl an Siegern mit dir züchten, nicht wahr, mein Junge? Hier ist deine Belohnung, mein Freund. Sie ist wohlverdient. Oh, wohlverdient. Das höre ich doch gerne. Oh, ich habe ein Brett hier bekommen. Und da wurde es wieder geklaut. Das wäre witzig. Das wäre echt witzig. So, und gehen wir jetzt links zu dem Fragezeichen, dann dorthin und dann nehmen wir die Quest an und dann holen wir uns erstmal einen Aussichtspunkt, damit wir einen Pott hier haben. Ein Pott. Weil ich nicht verstehe, ist, wieso hier kein Fragezeichen ist. Weil es ja irgendwie schon offensichtlich, dass er eine Stadt ist. Und ein Aussichtspunkt müsste da eigentlich auch sein. Und Aussichtspunkte werden meines Wissens sofort angezeigt. Oh, Entschuldigung. Ja, zumindest müsste da ein Stadtport sein. Das kann ich mir anders nicht vorstellen. Was wird es diesmal sein? Ein Tierlager oder ein Banditenlager? Ein Lager. Schon ein bisschen langweilig. Ja, nur ein kleines bisschen. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ja, vor allem, weil ich noch gar nicht da bin. Ich bezweifle aber, dass sie aufmerksam sind. Falls sich jemand durchlesen möchte, hatte er eben die Möglichkeit. Ja. Bin ich schon dran vorbeigelaufen? Oder kommt das jetzt erst noch? Okay, es sind normale Menschen. Da unten sind auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich looten kann. Vielleicht ist da unten das, wo ich hin... Ja, da unten muss ich hin. Oder? Nee, ist einfach nur so Standard-Loot. Hä? Bin ich dran vorbei? Ach, da hinten. Okay. Jetzt hier dran vorbei gerannt. Da bin ich eben rein. Boom! Dann bleib ich überhaupt auf. Nehmen wir normale Bullos. Die halten ja sowieso nichts aus. So. Das haben wir geklärt. Dann geht's auf zum nächsten Fragezeichen. Erstmal hier schön alles drumherum weg machen. Oh, da gehen wir aber aufs Pferdchen. Das ist mir zu weit weg. Ich hoffe, es kommt hinterher. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie lange ich nehme ich überhaupt schon auf. Viel zu lange, definitiv. Ah, so lange also. Verstehe ich. Oh,
Ho, Digga, ho, ho, ho. Könnte das mal kein Banditenlager sein? Alter! So, voll weit weg. Wow. Mann. Dass hier aber auch nichts ist, verstehe ich nicht. Ah, vergrabener Schatz. Versunkener Schatz. Jo. Wie ihr gesehen habt, habt ihr nichts gesehen. Ich frag mich, was das hier mal war und wieso das so kaputt ist. Haben wir dafür über Wasser gedacht und ja, wird schon halten, ne? Ja, wahrscheinlich durch Angriffe und Bombardierungen einfach alles kaputt gemacht. Wie das üblich ist für Menschen. Alles, was schön ist, machen sie kaputt.